Immer wenn er kommt, geht irgendwo das Licht aus. Der Sperrkassierer ist für die Stadtwerke im Einsatz. Rund 15 Mal pro Woche heißt es bei ihm: Die Versorgung ist eingestellt. Seit dem Jahr 2000 hat sich der Strompreis für Privathaushalte nahezu verdoppelt. Immer mehr Menschen können ihre Energiekosten nicht bezahlen. Die Schwächsten in der Gesellschaft trifft es am härtesten. Das Geld habe ich dann halt, anstatt den Abschlag zu bezahlen, habe ich das halt ausgegeben für mein Kind. Rund 600.000 Mal pro Jahr wird in deutschen Wohnungen der Strom abgeklemmt. Energiesparchecker der Caritas helfen Stromkunden in Not beim Sparen. Was insgesamt schon 120 Euro pro Jahr ihnen erspart. Doch die nächste Preiserhöhung steht bevor und die Zahl der Stromsperren steigt ständig. Wenn das Licht ausgeht, Wut über steigende Strompreise. Jetzt in der ZDF-Reportage. Stadtwerke Erkrath, 9 Uhr morgens, Inkassoabteilung. Der Sperrkassierer des Energieversorgers bereitet sich vor. Heute wird er wieder Kunden, die ihre Rechnungen nicht bezahlt haben, den Strom abdrehen. Das sind 9 Kunden heute, die nicht reagiert haben. Könnte aber dann noch passieren, dass sie dann nachher in den Keller kommen, um die Sperrung zu verhindern. Sein Job ist nicht ungefährlich. Schuldner haben ihn schon bedroht. Der Mann von den Stadtwerken möchte seinen richtigen Namen nicht preisgeben. Wir nennen ihn Martin Sander. Ab 100 Euro Schulden darf der Versorger den Strom sperren. Hier ist die Kundin eingezogen und hat seitdem nichts mehr bezahlt. Der Betrag liegt bei 357 Euro. Die Rechnungen der letzten 4 Monate sind offen. Die Kundin wurde bereits mehrfach gemahnt. Vor 3 Tagen erhielt sie ein Schreiben, das ihr die Sperrung ankündigte, doch sie hat nicht reagiert. Sander weiß, die Stromkosten sind oft nicht das einzige Problem seiner Kunden. Es sind ja nicht nur unsere Mahnungen, die kommen. Es sind andere Löcher, die eben halt die Leute mit ihrem Geld, mit dem geringen Geld eben halt stopfen müssen oder nur können. Und die Versorgung, ja, das ist eigentlich das Letzte, was bezahlt wird. Sander montiert sogenannte Sperrkappen anstelle der Sicherungen. Irgendwo im Haus gehen jetzt weder Kühlschrank noch Fernseher. So, der Anschluss ist gesperrt. Im Jahr 1 nach der Energiewende ist Strom so teuer wie nie. Sander sucht für Härtefälle immer eine Lösung. Tina Meyer ist alleinerziehend. Sie hat 300 Euro bei den Stadtwerken offen. Die soll ihr jetzt die Arbeitsagentur vorstrecken. Grüße Sie. Ich wollte mich nur noch mal erkundigen, wie weit es mit dem Amt steht. Um eine Sperre zu verhindern, hat Tina Meyer bei der Arbeitsagentur ein Darlehen beantragt. Das wird sie zurückzahlen müssen. Doch momentan weiß die junge Mutter nicht einmal, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen soll. Ich muss 46 Euro Abschlag bezahlen. Natürlich habe ich jetzt in der Zeit das Geld mehr für Emily ausgegeben, dadurch, dass Emily halt ein Asthma-Kind ist und halt auch sehr oft gebrochen hat. Und durch diese Anfälle, durch dieses extreme Brechen bin ich halt auch ins Krankenhaus gefahren. Dadurch, dass ich nicht mobil bin und halt auch nicht immer im Bekanntenkreis nerven möchte, bin ich dann halt auch mit dem Taxi gefahren. Und das Geld habe ich dann halt, anstatt den Abschlag zu bezahlen, habe ich das halt ausgegeben für mein Kind. 16 Jahre hat Tina Meyer in der Gastronomie gearbeitet. Jetzt erlebt sie das häufige Schicksal einer alleinerziehenden Mutter. Ich habe jetzt zum Beispiel nur einen Kindergartenplatz bis 11:45. Meine Tochter ist auf Warteliste, dass sie einen Ganztagskindergarten bekommt, damit ich dann halt auch wieder arbeiten gehen kann und möchte auch. Aber es wird schon schwierig. Martin Sander hätte hier schon längst sperren können. Aber er will, dass seine Kunden mit ihm nach einer Lösung suchen. Tina Meyer hat das getan. Also ich bekomme ein Darlehen von der AGE, sodass im Endeffekt diese Summe, die angefallen ist, bezahlt wird. Und ich bezahle das monatlich mit 50 Euro zurück. Und die übernehmen auch automatisch dann die nächsten Abschläge für mich, damit ich gar nicht mehr in diese Schwierigkeiten komme. Kein Licht, kein warmes Essen. Eine Stromsperre wäre katastrophal gewesen. Gerade noch rechtzeitig hat Tina Meyer sich bei Martin Sander gemeldet. Sie haben aber den Weg gemacht, haben das Gespräch bei uns gesucht, sind zu uns hochgekommen, sind dann zum Amt geschickt worden und alles auf den Weg gebracht. Und ich denke mal, das ist jetzt die beste Lösung. In den nächsten Monaten wird Tina Meyer 96 Euro weniger von der Arge erhalten. Sander muss weiter. Es gibt noch mehr Kunden.
Freital bei Dresden, früher Stahl- und Bergbaustadt. Auch hier können viele ihren Strom kaum noch bezahlen. Sperrkassierer Freddy Kruno auf dem Weg zu einem Kunden. Ich gehe jetzt hier vor zu dem Haus. Da geht es um einen Herrn, der eine höhere Schuld bei uns hat. Und dem möchte ich den Strom unterbrechen. Der Kunde schuldet der Freitaler Strom- und Gas GmbH rund 230 Euro. Freddy Kruno will mit dem Mann sprechen, doch es gibt kein Türschild. Fließt jetzt kein Geld, dann fließt auch kein Strom mehr. Kruno fragt bei Nachbarn. Schönen guten Tag, Freitaler Strom- und Gasversorgung. Und zwar suche ich den Herrn. Können Sie mir da weiterhelfen? Nee. Und haben Sie eine Ahnung, wie ich den Kunden eventuell jetzt erreichen kann? Nee. Da können Sie mir nicht weiterhelfen? Nee. Die Nachbarin kennt den Mann, hat ihn vor kurzem noch im Hausflur getroffen. Mehr aber kann sie dem Sperrkassierer auch nicht sagen. Tschüss, Ade. Es ändert nichts an meinem Auftrag. Ich habe einen ganz klaren Sperrauftrag. Wir gehen jetzt hoch an den Zähler und machen den aus. Der Stromzähler hängt im dritten Stock. Kruno entfernt die Hauptsicherungen aus dem Zählerkasten und ersetzt sie durch Sperrsicherungen. Damit ist dieser Haushalt von der Stromversorgung abgeschnitten. Ich habe jetzt die Sperrsicherung eingesetzt. Die kann der Kunde auch nicht einfach so entfernen. Er bräuchte dazu dieses Spezialwerkzeug. Das hat niemand. Das gibt es auch nicht im Handel zu kaufen. Das haben nur wir. Ja, damit ist diese Anlage im Prinzip gesichert. Und zum Abschluss kleben wir die Banderole drüber und sind ja fertig. Der Sperrhinweis ist wichtig. Jedem soll klar sein, hier liegt kein technischer Defekt vor. Hier wurde der Strom vom Versorger abgeschaltet. Immer wieder werden gesperrte Zähler überbrückt, doch das ist strafbar und vor allem gefährlich. 5 bis 10 Haushalte muss er pro Woche abklemmen und es werden immer mehr. Ich denke, dass viele vielleicht der Meinung sind, ja, die Politik, die macht Schulden, der Staat ist verschuldet, warum soll ich nie auch verschuldet sein? Wer kann mir da was dagegen? Ne? Und wir gehen im Sperren, um zu zeigen, ja, wir dulden das aber nie. Es muss schon eine gewisse Ordnung auch geben. Rund 270 Mal hat er allein in diesem Jahr schon das Licht ausgehen lassen. Mal für einen Tag, mal für Monate. Längere Sperrungen werden ständig überprüft. So, um das zu kontrollieren, muss ich in den Keller. Licht ist kaputt. Nun ja, da werden wir mal sehen. Manchmal ist der Weg zu den Zählerkästen abenteuerlich, so wie in diesem Haus. Dann braucht Kruno starke Nerven und sein Telefon als Taschenlampe. Strom wäre da, aber sämtliche Lampen im Keller sind kaputt. So, hier sind wir an dem Stromzählerplatz. Für solche Keller hat der Sperrkassierer in seiner Werkzeugtasche auch immer ein Kopflicht. Also hier geht's so wie unter Tage. Das ja, nicht so schön, nicht solche Keller, oder? Es ist sehr dunkel, ja. Aber nützt nichts, damit muss ich auch klarkommen. 3 Haushalte hat Kruno vor einer Woche hier gesperrt. Heute überprüft er, ob die Zähler noch stillstehen. Plomben und Banderolen müssen unversehrt sein. Ich muss diese Sperrung kontrollieren, aus dem Grund, weil hin und wieder Leute herkommen, die Sperrung entfernen, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen, sich einschalten, Strom beziehen, obwohl eigentlich abgestellt ist und sie bei uns offene Forderungen haben. Deshalb die Kontrolle, um der Sache rechtzeitig Einhalt bieten zu können. Stellt Kruno Manipulationen fest, bekommt der Kunde eine Anzeige wegen Stromdiebstahls. Doch hier gibt es keine Probleme. Hier gibt es keinen Grund zur Beanstandung. Die Sperrkontrollen sind alle in Ordnung. Nach 5 Minuten ist die Überprüfung erledigt und es geht zurück ans Tageslicht. Bin ich immer froh, wenn ich den Keller hinter mir lassen kann. In dem Haus bin ich häufiger unterwegs, öfters mal zur Sperrkontrolle und auch zur Sperrung. Aber man trifft eben nur selten jemanden an. Bevor ein Haushalt vom Netz genommen wird, erhält der Kunde eine schriftliche Ankündigung. So, ich bin dabei, Sperrankündigungen zu verteilen. Das mache ich auch persönlich, damit der Kunde sich nachher nicht rausreden kann und behauptet, er hätte den Brief nicht bekommen, kann ich sagen, halt Moment, definitiv, ich habe es in die Post gegeben. Wer nicht zahlt, erhält zunächst Mahnungen. Die Sperrankündigung ist die letzte Warnung. 7 Tage haben die Kunden jetzt Zeit zu überweisen oder mit dem Energieversorger eine Lösung zu finden. Doch das schaffen immer weniger Haushalte. Das Mahnwesen nimmt immer weiter zu und das Problem liegt da, die Kunden haben nicht mehr so viel Geld und die Stromrechnung müssen sie weiter begleichen. Das können sie nicht, deswegen mahnen wir, nächste Woche wird gesperrt. Die Kosten der Energiewende treffen nicht nur Alleinerziehende oder Hartz-IV-Empfänger. Auch Geringverdiener, die Vollzeit arbeiten, kommen bei den drastisch gestiegenen Strompreisen leicht in Zahlungsverzug. Roswitha Loschi arbeitet als Reinigungskraft. Auch bei ihr wurde der Strom schon gesperrt. Die Stadtwerke hatten uns damals den Strom hier abgeklemmt. Und da saß ich mit meiner Familie hier im Dunkeln. Gerade einmal 500 Euro hat die dreiköpfige Familie zum Leben. Es musste eine Lösung gefunden werden. Ich bin dann auf die Stadtwerke gegangen mit der Rechnung
und habe die das erzählt, dass ich das nicht mit einmal bezahlen kann. Und da hatten die mir damals das Angebot gemacht mit einem Schlüssel. Mit einem Schlüssel? Zeigen Sie mir den mal. Mit diesem Schlüssel, und der gehört zum Strom. Und damit kann man Strom aufladen dann. Der Plastikschlüssel bedeutet, Strom fließt nur noch gegen Vorkasse. Zwei- bis dreimal im Monat muss Roswitha Loschi zu diesem Automaten der Stadtwerke. Hier kann sie sozusagen Energie kaufen, solange sie dafür noch Geld hat. So, und dann müsste ich hier auf Weitergehen. Hier gebe ich jetzt den Betrag ein, also 10 Euro. Dann auf Bestätigung. So, jetzt stecke ich die 10 Euro hier rein und dann wird der Schlüssel geladen. Im Schlüssel steckt ein Mikrochip. Das Guthaben ist gespeichert. Jetzt muss ich nach Hause gehen und in meinen Zähler unten im Keller gehen und den Schlüssel dann da reinstecken und dann zeig's an, was ich da drauf habe. Das Vorkassensystem kommt Geringverdienern entgegen. Weil nur verbraucht werden kann, was schon bezahlt ist, gibt es keine Nachforderungen, keine Mahngebühren und keine Sperrkosten. Vorkassenzähler werden inzwischen immer häufiger installiert. So, das ist mein Schlüssel, den ich gerade aufgeladen habe. Und den stecke ich jetzt in meinen Stromkasten rein. So, dann drehe ich ihn hier um. Und hier unten zeigt jetzt noch die 10 Euro, die ich jetzt geladen habe. Und jetzt sind es aber 14,17 Euro, dadurch ich noch 4,17 Euro drauf hatte. Obwohl sich Roswitha Loschi jetzt ständig um ihr Guthaben kümmern muss, kommt sie mit dem Vorkassenzähler gut zurecht. Finde ich super. Warum? Erstmal, ich kann aufladen, was ich möchte. Und ich habe keine Probleme mehr und ich kriege auch keine Mahnung mehr geschickt. Und das ist eben prima dabei. Die 14 Euro sichern den Strom für ca. 7 Tage. In spätestens einer Woche also muss Roswitha Loschi wieder ihren Vorkassenzähler aufladen, sonst geht in ihrer Wohnung das Licht aus. Ganz automatisch. Gegen steigende Stromkosten hilft vor allem Energieberatung. In Köln sind deshalb Markus Baumanns und Vitali Schukow von der Caritas als Energiesparchecker im Einsatz. Wir gehen in den Haushalt rein, machen unseren Stromcheck und versuchen natürlich so viel wie möglich einzusparen, die Leute am Ende des Jahres mehr Geld in der Tasche haben für sich. Die Stromsparhelfer sind auf dem Weg zu Nathalie Offermann. Die 32-jährige Verkäuferin ist arbeitslos, bezieht Hartz IV. 311 Euro bleiben der alleinerziehenden Mutter im Monat zum Leben. Davon muss sie allein 60 Euro für ihren Stromverbrauch als monatlichen Abschlag überweisen. Meine größte Sorge ist, dass ich irgendwann den Strom nicht mehr bezahlen kann und mich dann im Endeffekt entscheiden muss zwischen Lebensmitteln, wie versorge ich meine Kinder mit Essen. Und dass ich nachher wirklich da stehe und auch nichts mehr bezahlen kann und nicht mehr kochen kann, nicht mehr fernsehen kann, gar nichts mehr. Die Energieberater waren bereits vor 2 Wochen hier, haben Sparmöglichkeiten gesucht. Wir kennen uns schon. Dürfen wir reinkommen, ja? Sicher. Beim ersten Besuch wurden alle Stromverbraucher im Haushalt erfasst. Heute zeigt der Energieberater Nathalie Offermann, wo sie sparen kann. Also das ist keine Energieeffizienzklasse überhaupt vorhanden bei diesem Trockner. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, den auszutauschen. Das ist ein riesengroßer Stromfresser. Dann sehe ich hier direkt auf einem, dass wir keine abschaltbare Steckdose haben, haben aber hier noch eine Fritteuse und eine Mikrowelle mit dran. Das heißt also, hier in diesem Kreislauf wird unheimlich viel gezogen. Da wäre die Möglichkeit auf jeden Fall, hier eine abschaltbare Steckdose hinzugeben. Auf solche Spartipps setzt auch die Bundesregierung im Kampf gegen hohe Energiepreise. Der Umweltminister plant bis 2020 allen Privathaushalten eine kostenlose Energieberatung zu ermöglichen. Und natürlich daher, dass dieser, und Sie sehen ja auch hier, die Gummis, die sind schon ein bisschen älter. Also ich muss immer nachdrücken. Genau, damit er sich richtig ansaugt, muss man den dann da reindrücken. Und Sie sehen ja auch schon, das kann man nicht mehr richtig, weil das Eis ja schon da dran ist. Also abtauen ist auf jeden Fall die beste Alternative dazu. Erstmals, ansonsten natürlich einen neuen kaufen. Gibt es natürlich auch mit Effizienzklasse. Doch neue stromsparende Geräte sind teuer. Eine Abwrackprämie für Energiefresser wird deshalb von Umweltverbänden gefordert. Nathalie Offermann ist dankbar für die Hilfe, die sofort wirkt. Berater Markus Baumanns zeigt, wie viel Wasser aus dem Hahn sprudelt. Messbecher und Stoppuhr machen das Ergebnis deutlich. So, wir haben ja jetzt hier 1 Liter Wasser einlaufen lassen. Das Ganze hat 7 Sekunden gedauert mit dem Perlator, den Sie jetzt hier dran haben. Baumann schraubt den alten Aufsatz ab und erklärt den Unterschied zu einem sogenannten Sparperlator.
Dieser ist der alte, der dran war. Das sehen Sie ja, hier haben Sie auch ein Plastikteil mit drin. Da kommt zwar auch wenig durch, aber hier unten ist natürlich eine große Öffnung. Mhm. Ja, und hier in diesem Perlator sind mehrere Siebe drin, wo halt mehr Luft beigemischt wird. Und dann werde ich jetzt hier diesen Messbecher, den Unterschied zu dem Liter. Mit dem neuen Sparperlator wiederholt Baumanns den Test. So, dann haben Sie hier sichtbar den Unterschied, es ist knapp die Hälfte, ja, die Sie hier an Ersparnis haben, nur durch diesen Perlator. Da müssen Sie natürlich auch von ausgehen, Sie haben das natürlich nicht so kurz an, wie ich es jetzt nur mit diesen 7 Sekunden gemessen habe. Das dauert ja auch richtig ewig, das läuft noch ewig nach. Und dann müssen Sie sich vorstellen, wenn man das auf eine Minute oder auf 5 Minütchen hochrechnet, dann hat man natürlich viel mehr Ersparnis. 20 Euro pro Jahr werden im Bad ab jetzt gespart. Im Wohnzimmer brennen 4 35-Watt-Strahler jeden Tag ca. 8 Stunden. Der Berater tauscht sie gegen 7-Watt-Sparleuchten. Ja, das Ganze mal 4, das ist natürlich eine Ersparnis im Jahr von 70 Euro knapp, haben wir schon ausgerechnet. Ja, im Gegensatz zu den alten. Also sehen Sie, da haben Sie schon wieder eine riesen Ersparnis hier. Das ist auch ordentlich. Nach einer Stunde sind die sogenannten Soforthilfen eingebaut. Die dreiköpfige Familie wird ab jetzt ca. 120 Euro pro Jahr sparen. Dieses Ergebnis haben die Energieberater nach ihrem ersten Besuch errechnet. Soforthilfen von 120 Euro. Ordentlich, also wirklich ordentlich. Wenn ich denke, dass ich das normalerweise am Jahr immer drauf zahle noch als Endabrechnung. Der Stromsparcheck ist für Geringverdiener, Hartz IV und Wohngeldbezieher kostenlos. Alle Soforthilfen bis zu 70 Euro sind gratis. In Erkrath ist Martin Sander wieder unterwegs, zu seiner nächsten Kundin. Erst letzte Woche war er hier. Sander könnte sperren, aber er will ihr noch eine Chance geben. Jetzt haben wir eine Kundin, mit der suche ich das Gespräch. Weil sie hatte mir schon vorige Woche versprochen zu zahlen, hat es noch nicht gemacht. Die Gründe werden Sie jetzt gleich selber mitbekommen. Eine Fristverlängerung ist nur in Ausnahmefällen möglich, sagt Sander. Hier entscheiden die Lebensumstände. Guten Tag, grüße Sie, die Stadtwerke. Die Frau möchte anonym bleiben. Rund 330 Euro fordern die Stadtwerke von ihr. Wir sollten ja vorige Woche schon zahlen, um der Sperrung aus dem Weg zu gehen. Mhm. Hatten Sie leider nicht gemacht. Mhm. Wie kommen wir jetzt überein? Ja, ich würde jetzt einen kleinen Teil, wenn es möglich ist, würde ich dann jetzt anzahlen. Mhm. Denn einer von meinen Hunden musste ins Krankenhaus, ja, der wurde operiert. Und dann ging das leider nicht so, wie ich es vorhatte. Ja. Jetzt könnte ich die Summe. Machen wir Folgendes. Ich werde noch bis Freitag Ihnen Aufschub geben. Ja? Mhm. Und Montag, leider Gottes, wenn es nicht so sein sollte, die Sperrung durchführen müssen. Mhm. Ja, und das, ja, wäre leider schlecht. 106 Euro soll die Kundin jeden Monat überweisen. Weit über dem Durchschnitt für einen Zwei-Personen-Haushalt. In der Wohnung stehen allerdings auch viele Energiefresser. Hoher Verbrauch bei steigenden Preisen. Dann kann ich bald gar nicht mehr zahlen. Denn was bekommt man als Hartz IV? Gar nicht viel. Das ist es dann. Dann weiß man nicht mehr, wo man denn Miete und so und dann auch Strom. Und dann, wenn was mit den Kleinen ist, das geht nicht ohne Strom. Die gelernte Köchin ist arbeitslos, lebt hier mit ihrem Partner von rund 700 Euro im Monat. Das Geld reicht für das Nötigste, sagt sie. Oft aber nicht mehr für die Stadtwerke. Und 330 Euro muss sie in den nächsten 2 Tagen zahlen, sonst wird gesperrt. Daran kann auch Martin Sander nichts ändern. Ich hatte ihr jetzt Zeit gegeben bis Freitag. Und ich hoffe für sie, dass sie ihm halt uns das Geld bringt. Bis Freitag. Ansonsten wird es kritisch für Sie. Ein weiterer Aufschub sei nicht mehr möglich, sagt Sander. Wenn nicht bezahlt wird, kommt er Freitag wieder und dann geht er zum Zählerschrank. Sein nächster Kunde wohnt nur wenige Kilometer entfernt. Jetzt geht's in das Wohnobjekt hier, Haus Nummer 48. Der Kunde wird auch vom Netz genommen, auch nicht die Stromrechnung bezahlt. Hatte auch Zeit genug gehabt, um sich zu melden, hatte aber nicht. Und von daher wird der Zähler jetzt vom Netz genommen. Vor 3 Tagen hat Sander hier persönlich die Sperrankündigung in den Briefkasten geworfen. Eine Reaktion hat er nicht erhalten. Jetzt geht er direkt in den Keller. Bis irgendwo im Haus gleich möglicherweise ein Computer abstürzt oder das Essen nicht mehr fertig wird, das ist nicht sein Problem. Die Kunden, die wissen, dass ich komme. Die Kunden haben eine Benachrichtigung bekommen. Die haben die Mahnungen bekommen, die Sperraufträge.
Die haben also noch 3-4 Tage Zeit gehabt, um sich mit uns auseinanderzusetzen. Die Stadtwerke Erdrath verschicken pro Monat ungefähr 1000 Mahnungen. Rund 90 Mal pro Monat müssen Sander und seine Kollegen abklemmen. Als er den Keller verlassen will, wird er angesprochen. Haben Sie eben den Strom ausgeschaltet? Richtig, die Stadtwerke Erdrath. Das wurde gestern überwiesen. Können Sie da mal anrufen? Haben Sie eine Zahlungseinweisung bzw. Anweisung? Da muss ich mal schauen. Die muss noch oben liegen. Bringen Sie mir die mal runter. So, das war jetzt ein Fall. Der Kunde behauptet, er hätte eingezahlt. Jetzt bräuchte ich natürlich die Zahlungsanweisung, damit ich wieder entsperren kann. Und die holt er jetzt? Die holt er jetzt. Wollen wir mal warten. Kurz darauf erscheint der Mann mit einem Laptop. Er zeigt, dass er online einen Tag zuvor 187 Euro überwiesen hat. So, die 187 sind gestern überwiesen worden, ja? Alles klar. Sie gehen wieder hoch, ich mache den Strom wieder rein, ja? Wer die Zahlung vor Ort belegt, der entgeht der Sperrung. Doch rund 50 Euro Mahn- und Inkassogebühren werden trotzdem fällig. Manche Kunden können nicht zahlen, sagt Sander. Manche aber wollen auch scheinbar nicht. Auch wenn man auf der anderen Seite sieht, die Kunden, mit was für Elektrogeräten, Mediengeräten, die ausgestattet sind, ich verstehe es manchmal nicht. Die Strompreise haben sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Für viele Menschen kaum noch tragbar. Sander kennt Leute, bei denen er seit Jahren immer wieder die Zähler abklemmt. Mitleid hat der Elektromeister nur in besonderen Härtefällen. Es sind gewisse Situationen, wo man sagt, okay, tut einem leid. Aber normalerweise, sie haben Sachen verbraucht. Und wenn Sie heute einkaufen gehen, müssen Sie auch sofort bezahlen. Im Januar droht der nächste Preisschock. Die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien steigt und wird einen 4-Personen-Haushalt ca. 70 Euro pro Jahr mehr kosten. Das wird sich auswirken. Auswirken insofern, dass wir noch mehr Kunden hinzubekommen, die die Versorgung oder beziehungsweise den Strom nicht mehr zahlen können. Und eben halt dann als Kunden, als Sperrkunden neu hinzukommen. 3 Tage später. Die letzte Frist, die Sperrkassierer Sander seiner Kundin gesetzt hat, ist verstrichen. Die Frau hat ihre Stromschulden nicht bezahlt. Herr Sander, Sie sind heute wieder hier. Hier waren Sie ja schon mal. Ja, die Kundin hat sich auch nicht gemeldet und hat die Zeit verstreichen lassen. Somit muss ich leider Gottes den Anschluss jetzt auch sperren. Am Stromzähler der Kundin im Treppenhaus werden die Sicherungen ausgestellt und in diesem Fall verplombt. Herr Sander, jetzt ist das Licht aus erstmal. Ja, ganz genau. Ich versuche jetzt nochmal, ob die Kundin zu Hause ist, nochmal das Gespräch suchen, um zu schauen, ob wir da irgendwie noch was machen können. Zum 3. Mal in 10 Tagen steht Martin Sander vor dieser Wohnungstür. Guten Morgen. Grüße Sie. Wir haben leider jetzt die Versorgung einstellen müssen. Sie hatten sich ja nicht gemeldet bei uns und auch noch keine Zahlung eingegangen. Wären Sie mal besser zu uns hochgekommen, hätten wir noch mal drüber reden können. Oder eben halt zum Amt gegangen. Ja, da werde ich auch sowieso heute hingehen zum Amt. Werden wir ja sehen, was wir denn jetzt da machen können. Ja, ich gebe Ihnen den Zettel, nehmen Sie den mit zum Amt. Ja. Und des Weiteren, die haben meine Handynummer. Sobald da was entschieden ist, können Sie mich anrufen. Alles klar. Das ist dann super. Alles klar. Okay. Gut. Martin Sander hofft, dass die Frau mit der Arbeitsagentur eine Übernahme ihrer Stromkosten vereinbaren kann. In der Wohnung im 2. Stock geht nichts mehr. In der Küche überprüft sie ihre Elektrogeräte. Doch Herd und Kaffeemaschine bleiben kalt. Und der Kühlschrank wird langsam warm. So. Alles dunkel. Nichts funktioniert mehr. Erst wenn die offenen Rechnungen und Abschläge bezahlt sind, wird hier wieder Strom fließen. Bis dahin bleibt der Zähler im Hausflur gesperrt. So lange gibt es weder Licht noch Fernen. Auch die elektrischen Heizkörper sind jetzt kalt. Das ist jetzt auch aus. Das geht jetzt gar nichts mehr. 0,0. Die arbeitslose Köchin will versuchen, von der Arge ein Darlehen zu erhalten, um ihre Stromrechnung zu bezahlen. Denn man weiß ja nicht, wie das Amt das dann jetzt macht,
ob die jetzt sofort jetzt einspringen. Da muss man erst einen Antrag stellen auf so einen kleinen Kredit. Und wenn die sagen nein, ja, dann darf ich dann so lange warten jetzt, bis ich dann vom Amt Geld bekomme und dann versuchen, einen Ratenplan da zu machen. Einige Tage später wird die Arge das Darlehen bewilligen, dafür aber die monatlichen Zahlungen kürzen. Berlin-Wilmersdorf. Hier lebt Familie Weber, Deutschlands zweitbeste Energiesparer. Früher haben auch sie sich über ihre immer höheren Stromrechnungen geärgert. Dann aber haben sie mit dem Sparen ernst gemacht und ihren Verbrauch drastisch reduziert. Um den Energieverbrauch nachzuhalten, habe ich fast 100 Mal in einem Jahr den Energieverbrauch, den Stromverbrauch abgelesen. Auf der Internetseite CO2 Online hat die Familie ein sogenanntes Energiesparkonto. Hier werden die Zählerstände eingegeben. Um über 30% konnten Webers ihren Energieverbrauch senken und wurden dafür ausgezeichnet. Wir sind deutscher Vizemeister im Energiesparen. Ein vierköpfiger Haushalt verbraucht durchschnittlich 5000 Kilowattstunden pro Jahr. Webers kommen mit der Hälfte aus, dank ihrer Tricks. An, aus, an. Und so sparen wir hier im Flur 50% des Stroms. Die ganze Familie ist auf Sparkurs. Vincent ist 15 und hat wie alle Teenager viel Elektronik in seinem Zimmer. Doch Standby-Strom geht hier nicht mehr verloren. Wenn ich hier fertig bin, dann mache ich, glaube ich, alles zu. Mache hier Steckerleiste aus, dann gehen alle meine Geräte aus. Lampe, Globus, den ich für Erdkunde brauche. Und dann ist alles wunderbar und ich spare wunderbar Strom. Im Badezimmer stand früher ein Energiefresser. Auch das wurde geändert. Wir haben uns vor 2 Jahren eine neue Waschmaschine gekauft, weil die alte sehr viel Strom verbraucht hat. Energieklasse A, -20%. Und wenn man wäscht, kann man auch einen normalen Waschgang durch diese Taste Eco Perfekt viel stromsparender betreiben. Dazu die Waschtemperatur runter und weniger schleudern. Auch so wird nochmal Energie gespart. Ja, Herr Weber, und haben Sie einen Wäschetrockner? Nein, den Wäschetrockner haben wir abgeschafft. Wir hängen unsere Wäsche ganz normal auf den Ständer. Keine Energiesparmöglichkeit hat Frank Weber in den letzten 2 Jahren ungenutzt gelassen. In der Küche steht ein neuer Kühlschrank, nie kälter als 8 Grad. Überall in der 200 Quadratmeter großen Wohnung sind Dimmer und schaltbare Steckerleisten installiert. Doch zum Stromsparen braucht man nicht nur Technik, sondern auch Verhaltensänderung. Und das ist nicht immer einfach, sagt Vincent. Anfangs war es nervig und ja, es ging so, hat man es natürlich immer wieder gemacht, wenn er es gesagt hat. Aber ja, man macht es eben. Weil man es machen muss oder weil man es auch versteht? Weil es mit der Zeit versteht. Mindestens an einem Abend pro Woche bleibt auch der Fernseher der Familie aus. Das spart und stärkt den Zusammenhalt. Denn Deutschlands zweitbeste Energiesparer wollen alle 4 Webers zusammenbleiben. Es war schon erstmal mein Mann sein Projekt, aber durch dieses Internetportal hat es natürlich Anregungen gegeben, es auch weiterhin zu tun und immer mehr drauf zu achten. Und ja, auf jeden Fall hat es jetzt was gebracht. Der Geldbeutel spricht dafür. Von den Webers kann man lernen. Wer spart, ärgert sich weniger über die immer weiter steigenden Strompreise. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.